mein Gott! Was haben die mit Goku gemacht? Jetzt mal im Ernst. Endlich! Er hat den Ultra-Instinkt gemeistert. Und alles ist GG. Alles ist RIP. An der Stelle Dragon Ball Super Episode 129 Review. Direkt nachdem ich es angeschaut habe. Ich bin baff. Also in der ersten Hälfte der Folge haben sie natürlich gegeneinander gekämpft, ja. Jiren gegen Goku. Beziehungsweise fangen wir mal so an sich, wie das alles gezeichnet wurde, animiert wurde, Storyboard, richtig gut, richtig gut. Viele Sachen waren ein bisschen Reused Animation, also Animationen, die wiederverwendet wurden. Macht nichts, das hat am Impact, finde ich, am Impact selbst nicht viel verloren. Anyways, am Anfang ging's los, ja. Wir wussten Ultra Instinct Saiyan. Ab jetzt mache ich den klaren Unterschied, ja. Ultra Instinct Saiyan ist Goku mit schwarzen Haaren und Ultra Instinct ist Goku, indem er es gemeistert hat, ja, mit den silbernen Haaren an der Stelle. Ultra Instinct Saiyan gegen Jiren hat am Anfang erstmal gekämpft. Und ja, das Geile war halt, sie haben sie kämpfen lassen. Und sie haben das am Anfang erstmal beobachtet. Die Götter haben irgendwas gespürt. Da geht gerade was ab. Und das Geile war, das Coole war, dass darüber gesprochen wurde, während sie gekämpft haben. Zum Beispiel, als Whis gesagt hat, er hat das erstmal so beobachtet und so. Beerus wurde ein bisschen ungeduldig, sage ich mal. Und Whis hat das Ganze so beobachtet, hat gemeint, okay, Goku ist jetzt zum dritten Mal in Ultra Instinct gegangen. Das ist jetzt die letzte Chance, wenn sein Auge quasi erlischt, wenn das Silberne in seinen Augen erlischt, dieses Mal erlischt, dann war es das. Das ist die letzte Chance. Und dann haben sie weitergekämpft, Universum 11. Universum 11, was? Wie kann man nur so naiv sein und egoistisch an der Stelle und denken, ah, das war's jetzt. Das war's jetzt, denn im Endeffekt haben sie wirklich erstmal das Resultat gesehen, dass Goku weiterhin nur verteidigen kann in Ultra Instinct Saiyan, Ultra Instinct Omen Modus, sage ich mal. Aber nicht angreifen kann. Wenn er angreifen kann, dann ist immer noch zu viele Gedanken da. Er greift nicht automatisch, nicht instinktiv an, so wie er instinktiv dodgt, instinktiv ausweicht. Defensive war on top, aber Angriff ging noch gar nichts. Und da haben sie dann quasi gemerkt, okay, wenn das so weitergeht, dann war's das. Und dann wurde Universum 11 überheblich. Vermund, Vados, der Kaioshin von denen, sagten, ach, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn das so weitergeht, Goku nur noch dodgen kann, Goku nur noch ausweichen kann, aber nicht angreifen kann, dann gewinnen wir das easy. Und dann. Zack! Vegeta sagt zu einem Gott. Wie kann man nur so, oder was redest du, du Mülltonne, so irgendwas Rubbish? Was ist mit dir? Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so. Was ist mit dir? Dann denkt er sich, Wermut denkt sich an der Stelle, hey, was will er jetzt? Was willst du mir damit sagen? Vegeta, zack, steht auf, dreht sich um in diesem, ey, diese Szene. Sagt, in diesem Turnier haben wir gesehen, da kamen Flashbacks, so geile Flashbacks von Gohan, Kerber, Kefla, Goku, Vegeta. In diesem Turnier haben wir Saiyajins gezeigt, dass wir, wenn wir am Rande stehen, wir zurückkommen und selbst übertreffen, quasi so ein Zenkai Boost. Oder halt an sich, dass wir steigern vom Kampf, wir wachsen vom Kampf heraus, übertreffen uns selbst, übertreffen unsere eigenen Grenzen. Wie kannst du jetzt da stehen und so leichtmütig sagen, dass es das war? Oh mein Unterschätzt Gott. uns Saiyajins nicht. Diese Szene, was Vegeta da aufgeht. Vegeta an sich ist so einfach wie so ein Lehrmeister, wie so ein Weise der Saiyans geworden, ja. Nicht mehr so König, Prinz, sondern einfach so der Weise der Saiyajins. Hat gegen den Gott geschottet, ja. Gegen den Gott quasi. Hat er sich aufgerichtet. Und Wermund und die haben schon gecheckt. Oh, der hat recht, okay. Dann ist die Szene wieder rüber geswitcht quasi, beziehungsweise so hat ist die erste Hälfte zu Ende gegangen. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann weitergekämpft, Goku gegen Jiren erstmal. An sich die Kampfszene richtig geil, ja. Übertrieben geil. Das Hin und Her. Nur was ich ein bisschen komisch fand, war, als so diese Ruffy-Punches kamen, als beide so gegenüber sich standen und einfach nur so hin und her geflogen sind, aber sie selbst da ging. Also das fand ich ein bisschen komisch ge gemacht, finde ich. Das sah ein bisschen so aus wie, wenn Ruffy seine Punches da raushaut, aber das war das Einzige, was ich so meckern kann an der Folge, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten, also das ist wirklich jetzt nichts, wo ich sage, die Folge war scheiße. Nein, das ist eine Kleinigkeit, die nehme ich an, ja.
Easy, kein Problem. Aber an sich die anderen Kämpfe, die Szenen, die Inszenierung, wirklich geil. Kamehameha wollte Goku quasi wie gegen Kefla erstmal eine Kamehameha abfeuern, aber Jiren, das hat Toppo dann angemerkt, Jiren hat dann aus den Kämpfen quasi von Kefla und aus den Kämpfen davor Gokus Movements, Gokus Bewegungen schon hervorgesehen, schon, der wusste schon, wie das läuft, das Ganze, wie Goku angreift. Seine Bewegung hat er studiert, quasi, und hat die Kamehameha geblockt. Richtig cool geblockt, erstmal so mit einer Hand Goku zurückgeschoben und dann ging es quasi weiter in den Kampf. Und im Endeffekt haben sie so weiter gekämpft, bis Goku in so einem Standpunkt in einer Sackgasse stand. Goku war quasi nur noch auf einem Felsen, Jiren hat von oben auf ihn zugebrettert und Goku war nur noch in der Defense. Und dann haben die wieder gemeint: Ja, jetzt ist RIP. Ja, Universum einfach gesagt: Ja, jetzt gewinnen wir. Vegeta denkt sich nur, Junge, was ist mit dir? Virus! Ja, Tenshinhan, Krillin etc. und Roshi haben glaube gesagt, oh mein Gott, Goku, mach was, Goku, kämpf und so. Er war ja quasi in der Sackgasse, aber Virus hat gemeint, halt's Maul! Instant, wirklich so, shut up, sei ruhig und schau zu. Denn die Götter haben was gespürt, die Götter haben gespürt, irgendwas geht da. Die Hitze um Goku herum wurde viel, viel größer. Seine Aura, seine Ki. Er war zwar wirklich in der Verteidigungspose, aber auf einmal hört man Hiebe. Boom. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Jiren merkt, was ist jetzt los? Goku greift an. Aus der Verteidigung heraus greift Goku an. Goku, oh, richtet sich langsam auf. An sich, wie geil das gezeigt wurde, dass seine Hände sich so gezittert haben von Goku. Sie haben gezittert, ja. Er hat quasi nach oben geschlagen, Gengiren. Ja, er hat dagegen gehalten und die Schiebe wurden immer stärker und stärker und stärker und stärker, bis sie Jiren getroffen haben, bis Goku aufstand. Um Goku herum war komplett wie eine Galaxie, um ihn herum war so eine, seine eigene Galaxie. Das war die Hitze, die er ausgestoßen hat. Und Jiren hat gemeint: Okay, diese Hitze ist überwältigend. Die Götter sind alle aufgestanden. Die Götter sind auferstanden. Die Götter sind aufgestanden, weil der Kampf so intens war. Jiren hat gemeint: Okay, deine Hitze fließt quasi aus dir raus, und ich muss da jetzt was dagegen halten. Jiren, zack, geht voll out. Jirens Hitze hat auch quasi den Ausmaß eines eigenen Galaxies angenommen. Und er hat dann gemeint: Jetzt, Hawarida, das ist der letzte Hieb, mein letzter Ulti. Hat wirklich alles fokussiert. Seine Ulti komprimiert, damit seinen besseren Output hat, quasi, wenn er es abfeuert. Er hat es abgefeuert und oh mein Gott. Goku auf einmal atmet quasi. Ja, ist ein bisschen. Ich sag so, wie ich es aufgenommen habe, aber er hat quasi seine Kraft, die ganze Hitze, quasi versucht, so kam es für mich an, wieder in sich zu sogen, beziehungsweise die Energie umzuwandeln, ja, die Energie nicht nur, der hat sie jetzt am Anfang ausgestoßen, jetzt hatte sie wieder versucht in sich zu ziehen. Und zack, da kam eine riesen Explosion und auf einmal war die Explosion komplett weg. Jiren guckt so nach hinten. Goku hinter ihm mit Jirens Ulti, er macht literally so weg mit der Ulti, aufgelöst. Dann dodgt er, glaube ich, Jirens Angriff oder anyways geht in der Bewegung, während er dodgt. Zack, 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 zack. Jiren angriffen. Aber richtig hart angriffen. Wie kam es dazu? In den Kämpfen, wo sie gekämpft haben, Jiren und Goku, hat Goku sich darauf konzentriert. Er hat seine Augen geschlossen. Er hat sich darauf konzentriert, dass seine Seele von selbst agiert und sein Verständnis, sein Mind auch von selbst agiert, damit er instinktiv angreift, damit er instinktiv angreift und diesen Step jetzt, den Ultra-Instinkt quasi perfektioniert. Dazu kam es dann, er hat es im Kampf versucht, Augen geschlossen, wie gesagt, instinktiv anzugreifen, hat es auch nach und nach geschafft. Und als er es geschafft hat, hat er Jiren kurz zur Seite geklatscht, stand da, hat auf Jiren herabgeschaut. Also, wie geil das dargestellt wurde, ja? Die Götter stehen alle auf. Ja, da stehen die Götter auf, Virus da mit stehen die so einem fetten Grinsen, mit so Götter. Oh, einem yeah, Grinsen what? stand Virus da. Der sagt, Wies. Er musste selber lachen. Der sagt nur richtig so, Wies. Wies, er hat's geschafft. So war er quasi. Er wollte es natürlich nicht zeigen, aber sein Grinsen war so fett. Und Wies sagt, ja, hat er. Dann geht die Szene hoch zu Goku. Weißt du?
Also oberkörperfrei, ganz klar, Shirt ist am Arsch. Die Haare leuchten hellweiß, werden dann zu Silber. Also es ist wirklich sehr geiles Silber, wie er da stand. Wie ein. Also an sich diese Form. Ultra Instinct Goku, ja. Das ist jetzt Ultra Instinct Goku mit den silbernen Haaren, ist Ultra Instinct Goku. In dem, also er hat es quasi perfektioniert gemeistert und sie heißt Ultra Instinct Goku. Diese Form, so wie Goku da stand, war eines Gottes gleich, ja. Und das haben die Götter auch gemerkt. Er ist quasi gerade im Modus eines Gottes. Und jetzt bin ich wirklich verdammt nochmal gespannt, wie es weitergeht im Kampf. Ob Jiren da mithalten kann oder ob Goku ihn komplett zerstört in dieser Form, was diese Form drauf hat, Leute. Wie habt ihr das Ganze empfunden? Also ich, mich hat in dieser Folge nichts mehr aufgehalten. Ich war Feuer und Flamme, so wie das dargestellt haben. Eine der geilsten Dragon Ball Folgen an sich. Wie habt ihr das empfunden? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, Leute. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace.